Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal nicht als Gast, als Supporter, sondern wieder als Spieler bin ich am Start. Und ich habe heute auch einen Special Guest am Start. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Simon, komm rein. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Du bist immer eingeladen. Ein krasser Spieler, ein krasser Mensch. Das Gesamtpaket stimmt. Kann ich nur zurückgeben. Heute spielen wir vom vorletzten Spiel um 22.30 Uhr, glaube ich, gegen Beton Berlin. Ich bin heiß, ich freue mich. Mal sehen, was das Ganze gibt. Ich will nicht zu viel reden. Guckt euch das an. Ciao, ciao. Ich freue mich auch. Ich habe nicht geschlafen. Danke dir. So, hier habe ich noch einen alten Gegner von mir, einen alten Weggefährten. Ich kenne es auch schon lange. Freut mich, dass du da bist, Movane. Sehr gerne, sehr gerne. Heute auch gespielt, ne? Wildcard-Spieler mit einer deiner besten Freunde dabei. Wie findest du das ganze Projekt? Hat es Spaß gemacht, heute zu kicken? Ja, war mega, ja. Geile Erfahrung. Es ist geil aufgebaut. Ich finde es mega. Ich finde es mega interessant. Ist richtig am Kommen, ist richtig gehypt. Alle bekommen das gerade mit. Und ja, war eine geile Erfahrung, mal mitgenommen. Geile Spieler hier, viele Weggefährten. Auch dich nach langen Jahren wieder mal zu sehen, war nice. Ja, freut mich auch. Wir haben uns auch lange nicht gesehen, deswegen, dass wir uns auf so einem Weg wiedersehen. Ich glaube, für uns Straßenfußballer ist es auch genauso ein kommendes Event, was in Zukunft mehr sein muss. Ne? Genau sowas haben wir in Deutschland gebraucht, wo einfach die besten Straßenfußballer sich messen können. Da spielt Verein, Liga keine Rolle. Ich denke, hier sollten einfach die besten Straßenkicker spielen. Nicht so viel scouten und dann sieht man, auf dem Platz wird gemessen. Da ist die Wahrheit, einfach da Spaß haben. So ist es. So ist ich danke dir, weiterhin viel Erfolg und bleib gesund. Ja? Sehr gerne, Baba. Danke, Bruder. So, ich freue mich sehr, dass er da ist, Liridon, dass ich ihn mal kennengelernt habe. Ich kenne ihn schon lange, er mich noch nicht, aber jetzt haben wir uns mal auf diesem Weg kennengelernt. Freut mich. Ebenfalls, Bruder. Viel von dir gehört, Mann. Ja? Ja. Ja, ich hoffe nur Gutes. Ja, ja natürlich, wie immer. Ja, ich habe dich ja auch verfolgt. Du hast einen krassen Weg hinter dir. Du hast in der Welt ein bisschen rumgekommen. Momentan spielst du in Asien, in Malaysia oder Thailand? Ich bin mir nicht gerade sicher. Also aktuell bin ich immer noch in Malaysia. Ich war in Thailand letzte Saison, jetzt bin ich immer noch in Malaysia. Ein bisschen rumgekommen, Australien, Indien. Krass. Ja, und schau mal, jetzt habe ich Bock auf was anderes. Vielleicht Amerika, MLS oder so. Mal schauen. Stark. Und fit alles noch und so. Macht immer noch Spaß. Fußball ist genau dein Ding weiterhin, ne? Ja, absolut. Wir sind immer noch stramm, wir sind immer noch fit. Ja, stark. Und auf jeden Fall, ja. Passt. Ja. Und wie kommst du, dass du hier spielst? Du bist ja auch ein Straßenkicker, ich weiß, was du kannst, so auf dem Platz. So ist genau dein Ding. Aber wie kam es so? Ich finde es cool, dass du spielst erstmal. Wie hat es dir gefallen und bist du dazu gekommen? Also erstmal, ja, wir sind aufgewachsen auf Beton sozusagen. Und das ist jetzt auch so, was zu uns passt, so dieses mit Kunstrasen ein bisschen. Und das Projekt ist hier richtig geil gemacht. Mir taugt es richtig und ich feiere das richtig. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr, dass noch mehr machen. Und ja, es kam so durch Quatscherei mit den Jungs, bla bla bla, ey, Baller League, dies, das. Ich habe das ein bisschen so angeschaut und habe mich getaugt. Und ich habe jetzt sowieso frei. Geil. Für mich besser geht's nicht. Mhm. Und ich bin sogar fest hier bei Monte. Ach, stark. Ja, ich bin fest. Und der Maviento jetzt hoffentlich auch ab nächster Woche, schauen wir mal. Aber ich bin fest. Und von daher alles gut, Mann. Und ich spiele jetzt hier weiter ein bisschen. Und machen das so ein bisschen Wirbel, ein bisschen Lärm rein, weißt du, was ich meine? Ein bisschen mehr Straße als Straße, weißt du? Das machst du auf jeden Fall. Ich war beim ersten Spiel noch nicht da und die Leute haben mir schon erzählt und ich wusste schon warum. Weißt du, ich wusste schon wegen dir und so. Für mich ist das genau dasselbe. Ich habe immer auf sowas gewartet. Ich habe immer nur auf Straße gekickt. Ja, als das kam, habe ich direkt gewusst, ich muss hier mitmachen. Ja, und das hat sich auch bestätigt in den ersten Spielen, so, weißt du? Ja. So, das ist genau mein Ding. Geil. Ich danke dir auf jeden Fall. Weiterhin viel Erfolg, bleib gesund. Ich wünsche dir nur das Beste. Der ist absolut abonniert und dies und das. Ich habe ja auch jetzt mein Channel. Check den auf jeden Fall ab, wenn ihr den noch nicht kennt. Ganz wichtiger Mann. Okay, Maton, ihr wisst Bescheid. Ich küsse dein Herz. Dann heißt es Dreierkette. Wenn Toni reinkommt ins Zentrum, dann spielen wir, dann rückst du ein Stück weiter vor. Ja? Wir werden ersten Minuten, werden wir hinten, lass sie mal kommen, sag mal, was ihr könnt. Ja, wir sind da, wir sind beide Männer. Ja, und dann gewinnen wir aber unsere Zweikämpfe. Solche Leute kannst du heute aufschicken. Und ich will, dass ihr heute das auf dem Platz zeigt. Das Taktische, da kann ich euch nichts mitgeben. Guck mich an, ich bin Kreisligaspieler, ich kann gar nichts. Das muss der Coach sagen. Aber ich kann euch nur mitgeben, dass ihr mit Herz spielen müsst. Weil sonst ziehen die euch wieder nach 5 Minuten die Hosen aus. Und das will ich heute nicht sehen. Weil wir haben eine Fanbase. Wir haben Leute, denen das was bedeutet. Die dazu gucken, die das geil finden. Die wirklich nur wegen uns gucken. Die auch euch als Spieler geil finden und denen sind wir irgendwo auch schuldig.
Ich glaube, da kann jeder noch mal jetzt eine Minute in sich gehen, für was er heute spielt. Worauf er Bock hat und mit was für einem Gefühl er nach Hause gehen will. Weil ich glaube, mit Kopf nach unten und ich gehe nach Hause und ach, ja, guckst du auf den Tacho, 24 Uhr, weil ein scheiß Tag heute, ich glaube, das will keiner. Vor allem bei so einer beschissenen Anschlusszeit. Also wenn er bitte kommt, heute, komm, 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 komm. So Challenge, wer das gewinnt, der kann noch, ah, das ist für uns. Wer das gewinnt, kann noch mal einen Punkt für die Liga bei uns holen. Wer? Der Schnellste, ne? George war der Schnellste von Spandau. Krass. Und jede Dings kann das? Jeder aus uns, jeder aus, ja. Der Schnellste. Wie geht's eigentlich? Hm? Für Beton Berlin 2-2, weil Marcel Reisgies seinen Ausflug irgendwie rutschend absolviert. Guckt euch da, ah, das ist halt einfach auch verdammt viel Pech. Mbenge, der Torschütze, ein Geschenk. Muss euch mehr Mut zu reden. Ihr geht in der ersten Halbzeit, ihr verweigert Zweikämpfe ohne Sinn. Ohne Sinn, dann geh halt mit einer hin. Muss ich ja nicht den Kopf wegtreten, weil ihr müsst in die Zweikämpfe gehen. Und das habt ihr aber in der zweiten Halbzeit gemacht und da war es keiner. So, ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Mein Bruder, Keita, schön, dass du da bist. Ach, wir machen das doch eigentlich anders, ne? So, also, meine Frage an dich ist, ich weiß es natürlich, aber ich möchte gerne den Zuschauern da draußen die Frage beantworten. Wie kommt es, dass du heute hier bist und jucken dir nicht die Füße, wenn du uns da spielen siehst, weil das ist ja eigentlich dein Platz auf Straße, weißt du? In erster Linie bin ich natürlich erstmal da, weil mein bester Freund spielt, andere Freunde spielen und klar, am Anfang habe ich gesagt, okay, boah, ich könnte mir nicht vorstellen, uns zu spielen, aber so immer mit der Zeit jucken dann schon die Füße und klar, macht Spaß zuzugucken. Ich meine, ihr habt gut gespielt, schönes Kopfballtor hast du gemacht. Danke. Habe ich gesehen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine super Veranstaltung und macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken. Ja, kann ich nur bestätigen. Also mir macht es auch mega Spaß. Und ich habe dir ja immer sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zugeschaut, weißt du selber. Ich habe dir immer danach, nach den Spielen, Analysen geschickt, hin und her. Mich interessiert das selbst. Sehen wir noch mal was von dir, was in Verbindung mit Fußball zu tun hat, weil alles andere weiß ich ja so. Aber sieht man noch mal dich irgendwie auf dem Platz, neben dem Platz, irgendwas? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall, ja. Okay. Das reicht schon. Das reicht, ne? Okay. Dankeschön. Okay. Ja, da sind wir. Am Ende des Tages, wir haben 2-2 gespielt. Leider hätten wir auch gewinnen können, wir hätten aber auch verlieren können. Das war so ein enges Spiel. Ich selber bin nicht so zufrieden mit meiner Leistung, habe aber ein Tor gemacht und so konnte der Mannschaft vielleicht ein bisschen helfen, viel gespielt sogar. Aber Hauptsache nicht verloren, wieder einen Punkt geholt. Ich hoffe nur, dass wir in der Mini-WM vielleicht noch einen Punkt holen und sind gesund geblieben, das ist das Wichtigste. Vielen Dank an alle, die das Video gucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr bis hier dran wart, vielen, vielen Dank. Danke auch an Simon, dass du dabei warst. Dann, und an den anderen Simon, der heute auch dabei war, den wir im Intro schon kennengelernt haben, an alle Interviewgäste. Und mega gefreut, heute wieder mitkicken zu können. Hat viel, viel Spaß gemacht. Macht's gut, haut rein. Vergisst nicht zu abonnieren, zu liken und einen Kommentar dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.